Jetzt willkommen zurück zum LS17. Forst. Ich habe jetzt die letzten nicht brauchbaren Dämme aufgeladen. Die kommen diesmal nicht zum Sägewerk Hofmann, sondern zu meinem Hof zum Häckseln. Da machen wir uns ja mal langsam auf den Weg. Wie ihr seht, habe ich den Buffalo schon mit Stammholz beladen, was dann jetzt auch verkauft wird. Ach, komm schon. Ah, hier liegen noch welche. Okay, darf ich nicht vergessen. Kann ein bisschen dauern. Alles ist ein bisschen Berg und Tal. Aber hier liegen ja noch welche. Aber hier sind wenigstens schon alle nicht so guten Hölzer raus. Oder Stämme. Da sind dann nur noch Stämme zum Verkauf. Oder wenn ich welche für die Produktion brauche, aber die waren eigentlich gut voll. Warte mal, ich kann ja hier auch gerade aus. Halt nicht so schnell. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Ist doch schön. So. Hier ziemlich nah an den Stamm vorbei. Dann müssen wir hier lang. Kommen wir gleich mit ein bisschen Schwung hoch. Jetzt sind wir am Ende so langsam. So. Ich dachte mir später irgendwann, dass Hexe gut ausgeht. Nur so ein bisschen habe ich ja jetzt auf meinen Hof und oben, wo die ganzen Produktionszweige sind, zu liegen. Ja, bei den Produktionszweigen liegt ein bisschen mehr. So, dass wir immer ein bisschen Häckselgut überall rumzuliegen haben. Kann ja auch mal eine Ladung verkaufen. Er will nicht rüberlaufen, okay.
musst du mitten auf der Straße laufen. So, dann sind wir hier rum. Natürlich. Runter. Schon sind wir hier. Fahren wir gleich mal so rückwärts ran. Aber eigentlich. Dazu habe ich die Straße hier hinter gemacht. Halt hier noch schon so ein bisschen Elektrokram. So. Ich sage, packen wir den hier so. Denn machen wir erstmal den an. Machen wir erstmal hier hinten runter. Der ist aber verdammt laut. Wartet mal. Boah. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Sorry. So. Lassen wir mal hier dezent langsam wieder was reinfallen. Ein wenig. Da müsste eine gleich da runterfallen. Oder auch nicht. Zieht er den durch, dann kann ich mir schon mal die nächste Lieferung schnappen. So. Rein da mit euch. Der eine müsste dann ja eh runterfallen. Gehen wir mal kurz hier rein. Warum? Warum will er das nicht schon wieder dazu? Ja. Achso, Moment. Okay. Deswegen. Machen wir mal Steuerung I. So.
Sei doch mal leise. So. Können wir hier den nächsten. So. Können wir das mal wieder ausmachen? Ja, fall schon rein. Machen wir das mal Stück für Stück. So. Gehen wir mal kurz ein Stückchen höher. Lassen wir einmal ein bisschen was reinziehen. Na. Nehmen wir mal die Zange. Was hat er jetzt erstmal genommen? Nehmen wir die noch mal kurz hoch. So. Was mit dir? So. Machen wir die hier vorne weg. Zudrücken. Wir nehmen mal so ein bisschen was reinziehen. Die Beine auch so reinschmeißen. Hinten läuft noch. So, hier wieder vorsichtig raus. Wunderbar, der meldet sich schon als erstes.
So. Sollte doch klappen. Da hinten läuft es auch noch. Zieht er sich den noch ein? Wunderbar. Da mal ein bisschen was rein. Machen wir den Rest noch. Der war jetzt leer. Stellen wir den mal wieder so. Ab. Sehr komische Physik. Zack. Schmeißen wir den da auch noch rein. Das war mein Handy. Schreiben wir hier mal den kurz ein, der ist. Machen wir den aus, dann ist hier Ruhe im Karton. Hüpfen wir mal schnell in den rein. Drehen wir das alles hier mal. Mal ein bisschen höher. Ja, stimmt, da war ja was. Ich muss mir kurz einmal so rumdrehen. Das war ja so ein kleiner, dass er ja verliert. Aber so verliert er nichts. So. Reingreifen. Dann mal hier von oben. So, ein bisschen. Können dann noch die Stützen alles klappen. Oh, da kommt noch was.
So. Oh, das war alles? Okay. Ja, doch, war ja bei den letzten Haufen war ja schon einiges an Stämmen durchgehäckselt. Klar, ich könnte ja auch gleich einen LKW untersetzen oder so, aber bleibt denn da noch das Spielspaß mit dem Bagger hier? So. Löffeln wir das mal alles hier rüber. Und dann brauche ich hier nicht immer das Förderband verschieben. Sind ja so, dass die manchmal so doof schaukelt. Fällt dann irgendwie immer raus. Hier meinen kleinen Fehler mal ausschmerzen. So. Da war ich zu schnell. Ich dachte, die wäre schon leer. So. Mal gucken, wie da hinten noch rankommen. Ah, so ein bisschen. Aber ist ja egal, da kommt ja immer wieder was neu hin. Wird das hier noch ein bisschen. Schauen wir das mal hier auch oben hoch. Die Kabine wieder runter. So. Dann steigen wir hier mal aus. Naja. So ein großer Haufen ist es auch noch nicht. Okay, den habe ich alles aus. Den hier auch ausgemacht. Läuft ja eh nicht mit Benzin, von daher. So, liebe Leute, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Und ich sage leise. Auf Wiedersehen.